Hallo Leute, mit diesem Bild möchte ich euch herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge. Naja, ich will jetzt nicht sagen Let's Play Landwirtschaftssimulator, sondern ich möchte euch eher meinen Hof bzw. den Fortschritt auf meinem Hof zeigen, so wie ich es das letzte Mal schon angekündigt habe. Ja, die erste Neuerung steht bereits vor uns, und zwar habe ich bereits einen Frontlader, und zwar den Deutz. Frag mich jetzt nicht nach der Nummer, hier steht leider auch nirgends drauf. So, das würde ich euch sagen. 808. Das dürfte scheinbar die Nummer sein, die da vorne drauf steht. Okay. Ich bin schon mitten in der Arbeit und habe mir auch den Ballen, die Rundballenpresse gekauft. Sonst wäre der Frontlader ein bisschen sinnlos gewesen. Und aktuell bin ich gerade dabei, dass ich mir meine Rundballen auf den Anhänger dort vorne auflade. Wenn ich das zusammenbringe. Ja, damit wir es verkaufen können, weil Tiere habe ich noch immer keine. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe schon genug Arbeit mit den Feldern da. Wenn ich die allein mache, dann brauche ich da noch Viecher. Klar, vorher, ich habe ja schon einige aufgeladen, weil aus so einem Feld kriegt man mehr als drei raus, drei Ballen. Ich wollte euch aber nicht langweilen, und dass ich euch alles zeige. Die erste Fuhre habe ich schon weggeführt. Das waren 8 Ballen insgesamt. Das sind jetzt die letzten drei. Wow. Nein, den will ich nicht niederführen. So, jetzt stellen wir das richtig ein. Und dann holen wir uns den nächsten Ballen. Ja, wie gesagt, die ersten habe ich schon weggeführt, weil sonst wird es lang dauern und außerdem würde es euch langweilen, wenn ich jetzt die ganze Zeit Ballen auflade. Aber vorher hat es natürlich besser funktioniert, wo ich nicht gesprochen habe dabei. So, jetzt habe ich ja genug Platz. Vorher war mit 8 Ballen der Anhänger schon ganz voll. Aber jetzt muss ich ein zweites Mal fahren. Und damit ich nicht mit jedem Ballen einzeln in die Scheune fahren muss, da habe ich mal diesen Ballenwagen geholt. Der nur, glaube ich, 3000 kostet. Aber das ist eine Anschaffung, die sich lohnt. Weil sonst muss er dauernd bis dorthin dieses kleine dunkelbraune Haus oder Gebäude. Das ist, dort müssen wir die ganzen Ballen hinbringen, wenn wir es verkaufen wollen. Und wenn ich damit jeden Ballen einzeln hin und her fahre, dann ist das schon ein bisschen mühsam. So, da ich aber nur mit einem der beiden fahren kann und ich dann auch den Frontlader wieder zum Abladen brauche, fahren wir jetzt einmal runter vom Feld und fahren einmal dem Sonnenaufgang entgegen. Dann werden wir den Frontlader mal da platzieren, weil da müssen wir her. Dann wechseln wir mal in die zweite Neuerung. Zeige ich Ihnen mal von außen. Und zwar ist das ein Deutz VAR 6190. Hat knapp 200 PS. Ja, und hat mittlerweile meinen Lindner abgelöst. Also, falls sich wer fragt, in dem Spiel ist nichts gecheatet worden. Also, ich spiele jetzt an dem Spielstand schon circa 60 Stunden, ein bisschen mehr sogar. Und ja, ich habe kein Geld gecheatet und habe alles ehrlich erarbeitet und alles ehrlich gekauft. Ich finde, wenn man sich da ein paar Millionen aufs Konto cheatet oder mit Safe-Game-Bearbeitung reinbringt, dann ist das Ganze ein bisschen langweilig. Weil dann kann ich mir von Anfang an gleich die größten Maschinen kaufen und ich weiß nicht, ob das Sinn und Zweck ist. Also ich finde nicht, dass das Sinn und Zweck ist. Ja, ich erarbeite noch meine Sachen gerne, weil dann, wenn ich was nicht will, hätte ich mir das Spiel ja gar nicht kaufen brauchen. Ja, und das ist das Einzige, was mich ein wenig stört. Man weiß nie genau, wie man zu diesen blöden Ballen steht. So, jetzt. Ja, das ist, ich weiß jetzt gleich, 500 kriegt man pro Ballen oder irgend sowas, 450 oder irgend sowas in der Richtung. Müssen wir mal aufpassen. So.
So, Nummer 2. Wir haben jetzt 718. 186. Hä? Wie viel kriege ich denn dafür? Nein, ich will mir das jetzt nicht ausrechnen. Also ist auf jeden Fall keine runde Summe. So, dann laden wir den letzten Ball auch noch ab. Und dann parken wir mal unseren Frontlader weg. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Gut, dann stellen wir den auf seinen Parkplatz. Ja, eigentlich habe ich mir ja den Frontlader auch für die Missionen da gekauft, die es da gibt. Diese ja, Frontlader-Missionen, diese Paletten-Missionen. Deswegen liegt die Palettengabel auch da hinten neben dem Fass. Aber die Missionen, ich finde die... Upp, das war falsch. Ich finde die, ehrlich gesagt, so schlecht gemacht. Weil meistens muss man die Palette am einen Ende der Map abholen und muss sie ans andere Ende der Map bringen. Dazu hat man aber relativ wenig Zeit und wenn einem die Palette einmal runterrutscht, dann kann man die Mission eigentlich eh vergessen, weil dann hat man nicht mehr genug Zeit, dass man es wieder aufnimmt und ja, zum Zielort bringt. Aber ja, genauso wenn man sich einmal verfahrt oder... Ja, wenn man sich einmal verfahrt, dann ist, hat man eh schon verloren, weil, ja, dann geht es sich von der Zeit her auch nicht aus und da auf der Map ein paar Berge mitten im Weg stehen und mit einer Palette, die leicht runterfällt, sollte man nicht unbedingt über Berge fahren, weil dann kann man die Mission erst recht vergessen. Ja, also das die verfügbare Zeit in der Mission ist äußerst knapp. Und relativ schwer machbar. Also dann bleibe ich lieber beim Rasenmähen, das bringt wenigstens genug Kohle. So, das ist übrigens meine nächste Neuerung. Auch die habe ich mir ehrlich erarbeitet. Eine Amazone Condor 15001. Ja, die neueste, ich glaube, das ist sogar die größte Seemaschine, wenn mich nicht alles täuscht. Schauen wir einfach mal nach. Traktorenfrontlader, Rübenerntekipper, grober Pflüge, Seemaschinen. Ja, das ist eindeutig die größte. 15 Meter Arbeitsbreite, 8000 Liter Tank. Verwendung von zum Säen von Weizen, Gerste, Raps oder Gras. Ziemlich groß das Ding. Das Einzige, was ich an dem Ding vermisse, sind die Spurreißer, aber das hat's nicht mehr. So, was pflanzen wir denn an auf dem Feld, was da hinten jetzt brach liegt? PDA meint wahrscheinlich, dass wir nichts brauchen. Weizenlager haben wir fast 200.000, Gerste 144 und Raps 116. Super. Ich würde sagen, wir machen einfach Raps, das bringt dann doch das meiste Geld. Stellen wir mal um. Naja, das war zu viel. Da wollen wir hin. Dann stellen wir uns da aufs Feld. Ich glaube, das ist zu nah. Naja, dann klappen wir das Ding einmal auf. Und mit dem Ding kann man dann doch arbeiten. Also von der Arbeitsbreite. So, dann einschalten und Stufe 2 und halbwegs versuchen, dass wir möglichst gerade fahren. Aber ihr seht ja, wie schnell das geht, wie viel man mit einmal drüber fahren gleich sehen. Und natürlich grubert die auch gleich. Also man erspart sich auch diesen Arbeitsschritt. Ja, und mit dem Ding ist selbst so ein Riesenfeld im Nu gesät. Schauen wir, dass wir halbwegs vernünftig da ranfahren. Schalten wir wieder ein und schalten den Tempomat auf Stufe 2. Ups. Das war die falsche Richtung, in die ich da gelenkt habe.
Ja, aber das Weizen, was davor gesät war, das ist ja relativ einfach zu sehen, wo man schon drüber gefahren ist und wo noch nicht. Wenn ich jetzt Raps vorher da gehabt hätte, dann würde man das nicht so einfach sehen. Dann wäre das Ganze ein bisschen unübersichtlicher. Weil dann sehe ich nicht genau, muss ich schon sehr genau schauen, damit ich sehe, man sollte vielleicht die Finger doch auf WASD und nicht eins daneben hinlegen, sonst steckt man aus. Dann drehen wir wieder um. Schauen wir mal, dass wir wieder halbwegs vernünftig da stehen. Schalten ein und weiter geht's. Die nächste Spur bitte. Und da fahre ich jetzt eindeutig zwei drüben. Glück gehabt. Glück gehabt, dass er alles mitgenommen hat. Bis jetzt. Ja, aber das Ding zahlt sich total aus. Ob du mal alleine spielst und möglichst wenig Helfer einsetzen will, dann macht das schon Sinn, dass man da 15 Meter Arbeitsbreite hat, CC bestellt. Das geht. Ich bin jetzt dreimal drüber gefahren und habe schon fast das halbe Feld. Oder ist gut die Hälfte, ja. Also ein Stückchen zurückschieben, wenn wir da nicht mehr viel Platz haben zum Felsen. Ja, und der Deutz hat sich auch schon ausgezahlt. Ich glaube, mit der Lindner wären wir mit dem Ding ein bisschen überfordert gewesen. Der wäre schwach gewesen, ganz einfach. Der Lindner hat, glaube ich, gehabt, was hat er gehabt? 100, 110 PS, irgend sowas in der Richtung. Ich glaube, für das Ding wäre er einfach zu schwach gewesen. Aber der mit knapp 200 Pferdchen, der zieht das Ding schon besser darüber. Da brauchen wir keine Sorgen machen. Ja, was soll als nächstes kommen? Ganz einfach. Ein größerer Mähdrescher, noch ein größerer. Denn mein jetziger ist zwar schon deutlich besser als der rote vom Anfang, aber selbst auf dem Feld, wo wir jetzt dann gerade fahren, selbst mit dem dauert es relativ lang. Ja, und jetzt spare ich halt einmal auf den. Ich spare jetzt aber gleich auf den ganz großen Drescher, weil meiner Meinung nach der mittlere, ja, er ist zwar billiger um 100.000, aber ich denke mir dann. Der ganz große hat halt den Vorteil, für den gibt es auch ein Schneidwerkzeug für den Körnermais. Könnte ich dann theoretisch auch ansehen, nur muss ich mir dann, wie ich gesehen habe, anscheinend eine neue Sämaschine checken. Weil mit der geht das, glaube ich, gar nicht. Ja, und für den mittleren, also für den nächstgrößeren, gibt es dieses. Das Schneidwerkzeug nicht und jetzt haben wir gedacht, naja, dann spare ich gleich auf den größeren und komme derweil mit dem kleinen aus. Der reicht, mein, derweil reicht er und es geht auch relativ zügig. Ich meine, klar, wenn man das Feld schon 47 Mal, Achtung, das war jetzt übertrieben, wenn man das Feld jetzt schon 47 Mal geerntet hat, dann wird das Ganze auf Dauer schon ein bisschen fad. Und ich glaube, der ganz große Drescher, der hat doppelt so viel Arbeitsbreite wie meiner jetzt, hat einen Tank, der doppelt so groß ist wie der von meinem, also da brauche ich dann sollte es doch ein bisschen flotter gehen. Gut, ich glaube, zweimal müssen wir noch, dann haben wir es. Dann ist auch das Feld wieder mal fertig. Rüber. Keine Lust, dass da irgendwas stehen bleibt. Also lieber ein bisschen über Lappen fahren, damit das auch ja alles mitnimmt. Weil einmal muss ich sowieso noch drüber fahren, also ist das ja komplett egal. Na gut, dann gesagt haben wir einmal noch. Schau vor die Kurve. Ja, das sollte sich ausgehen, oder?
sehr wendig, obwohl es so groß ist. Sollte aufpassen. Und los geht's, die letzte Spur. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich nicht zu weit drüben war, weil soviel ich weiß, steht am anderen Ende auch ein Baum. Oder? Na ja, klar, den möchte ich nicht unbedingt mitnehmen, weil dann hebt es mir gleich den ganzen Traktor auf. Aber das müsste jetzt ausgehen eigentlich. Wenn wir da vorbeikommen. Mit unserer Seemaschine. So, und wir sind fertig. Dann tun wir mal einpacken. Und dann bringen wir es wieder in die Garage, nicht in die Werkstatt. Ja, und das Feld ist eigentlich fast fertig. Damit wir Ertrag maximieren, müssen wir es jetzt noch einmal düngen, wie gehabt. So, dann schieben wir das Ding nochmal rein. Und holen wir uns die Düngemaschine, die direkt daneben steht. Okay, sind noch 68% drinnen. Das sollte für das große Feld reichen. Und entschalten. Ja, auch das ist das mittlerweile die größte, ich glaube die größte ist es, die größte, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, die größte Düngemaschine, die es gibt, hat glaube ich 35 Meter Breite, Arbeitsbreite, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, müsste mal schauen. Zack. Fertig, weiter geht's, fahren wir darüber. Da ungefähr. Müsste passen. Hoffen, dass wir möglichst wenig Abstände lassen. Dazu sollte ich nicht immer weiter nach draußen fahren. Sonst lasse ich irgendwann einen Abstand. So, schaffen wir das auf einmal? Ich fürchte ja fast nicht. Machen wir mal ziemlich mittig. Mal sehen, ob sich das ausgeht. Na doch, geht sich aus. Ich hoffe, das bleibt über die ganze Breite so, dass es sich ausgeht. Aber das werden wir ja gleich feststellen. Natürlich geht sie sich nicht aus. Ich habe es mir ja fast gedacht. Wenn wir dann nochmal zurückfahren, obwohl, naja, egal. Machen wir es einfach. Und gleich sind wir fertig. So. Fahren wir vom Feld runter. Jo, das war's im Großen und Ganzen. Das Feld ist fertig neu gesät. Neu gedüngt. Jetzt muss nur mehr wachsen, damit ich es dann auch noch ernten kann. Daneben haben wir Gerste gepflanzt. Ich weiß jetzt gar nicht, schauen wir dann gleich einmal, ob die schon fertig ist. Wenn ja, werden wir noch ein paar Minuten noch ernten. Wenn nicht, dann nicht. Dann zeige ich euch mein Spielzeug, wenn es noch nicht fertig ist. So, den stellen wir wieder daher, wo er war.
Da ich ein gefauler Bauer bin, fahre ich zum Feld hin und schaue, ob der fertig ist. Schaut nicht danach aus. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Natürlich stehe ich zu weit weg. So, den Deutz hätten wir auch gepackt. Mittlerweile habe ich zwei von diesen Agro-Linern. Insgesamt also 42.000 Liter Fassungsvolumen. So, was sagt die Karte? Nein, das ist noch nicht fertig, 15 und 16. Ist im letzten Wachstumsstadion, aber noch nicht fertig. Na gut, dann warten wir halt. Das ist die Ballenpressmaschine für Rundballen. Ja, und meinen Drescher kennt ihr schon. Der ist noch der gleiche. Aber das können wir uns ja kurz anschauen. Ja, Düngerstreuer, das ist mein jetziger, der größte, den es gibt. Dann haben wir da... wo war das jetzt? Ladewagen, Ballentechnik. Erntemaschine, da wollte ich ja. Das ist mein jetziger. 4200 Liter, hat... Gute Frage, wie viel Breite steht es da dabei? 5,4 Meter. Und auf den spare ich jetzt den Deutz 7545 RTS. 9000 Liter. Ja, und der Schneidwerk hat 7,2 Meter. Okay, also doch nicht doppelt so viel, da habe ich mich getäuscht. Der hat 10,5 Meter, aber der ist nur für Mais, also... Unnötig. Was brauche ich denn für eine Sämaschine für... für Mais? Sämaschine? Ich kann das echt nicht. Weizen, Gerste, Raps oder Gras? Tatsächlich. Mais oder Zuckerrüben, das heißt, die bräuchte ich da noch. Das ist super. Noch einmal 58.000 Euro. Na schön. Okay. Dann zeige ich euch jetzt noch mein kleines Spielzeug, was ich mal im, als Addon runtergeladen habe. Ach übrigens, wo wir gerade bei Addons sind. Da gibt's ja... So, sondern... Mods nach Marken. Da gibt's diesen Fendt 380 GTA Turbo. Das ist ein grenzgeniales Ding. Nein, da hat niemand was vergessen vorne, das gehört wirklich so. Den kann man als Frontlader einsetzen, den kann man als Traktor einsetzen, den kann man Gewicht vorne dranhängen, also der ist sehr vielseitig und im Gegensatz zu den anderen Frontladern sehr billig. Also ich kann es euch nur empfehlen, dass euch den runterladet auf der offiziellen Homepage unter Mods. Ja, und da steht mein Spielzeug. Auch das ist ein Mod. Ein Quad. Fahren wir mal eine Runde, oder? Geht ziemlich böse, das Ding. Mit ziemlich böse meine ich 68 ungefähr. Kippt aber leider... Nein, okay, kippt nicht um. Hoppala. Ist aber... Ja, ist sehr wendig, aber... ein wenig schwierig zu beherrschen mit Tastatur. Also auch diese Mod findet ihr auf der offiziellen Homepage unter Mods. Natürlich kostenlos alles. Aber pack mal das Ding wieder ein. Schaut nicht so schlecht aus, das kleine Ding, und ist ziemlich flott. Gut, ja, das war's dann eigentlich auch schon. Sonst habe ich keine neuen Gerätschaften. Den Frontlader habe ich schon gezeigt. Die Sämaschine habt ihr auch schon gesehen. Ja, das, sonst gibt es eigentlich nichts Neues. Ja, der Frontlader steht da. Den Gruber habe ich eh schon gehabt. Frontlader im aktuellen Zustand mit der... Ballengabel und da liegt die Palettengabel, die ich wahrscheinlich nie wieder brauchen werde.
Aber ich kalte es trotzdem, weil die 600 Euro, die ich dafür zurückkriege, ist witzlos. Brauche ich nicht. Ja, mittlerweile habe ich auch meinen kompletten Kredit schon zurückgezahlt. Bin also schuldenfrei. Ja, und jetzt warte ich eigentlich nur noch, dass jeden Moment eine große Nachfrage kommt. Da, wie ihr gesehen habt vorher, meine Lager sind alle bis zum Rand voll. Da muss ich eh mehrmals fahren, damit ich das leer kriege. Egal was. Ja, ich würde sagen, das war's fürs erste Mal mit dem Landwirtschaftssimulator 2013. Ich würde sagen, ich melde mich dann einfach wieder, wenn es etwas Neues gibt. Ich weiß nicht, ob ich dafür einen Drescher schon ein eigenes Video mache. Vielleicht ein kurzes 5-Minuten-Video, wo ich ihn euch zeige. Aber das werden wir dann sehen. Vielleicht verbinde ich das dann mit der Sämaschine für Körnermais. Ja, das müssen wir mal schauen. Aber wie gesagt, das ist kein Dauer-Let's Play. Das ist halt mehr ein Let's Show, wo ich euch nur mehr oder weniger zeige, was ich gerade auf meinem Hof so tue. Was es so Neues gibt. Welche neuen Fahrzeuge ich habe, etc. Ja, ich hoffe, es hat euch. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Beziehungsweise. Es interessiert euch überhaupt, was ich auf meinem Hof so anstelle. Wenn nicht, müsst ihr euch das Video nicht anschauen. Ich habe noch andere Videos. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen und Zuhören. Und wir sehen uns dann, oder sehen eigentlich nicht, wir hören uns dann das nächste Mal bei einer wahrscheinlich Euro Truck Simulator 2 Folge oder ja. Vielleicht mache ich ein neues Projekt. Da muss ich ja, wie gesagt, wie ich auch schon Euro Truck gesagt habe, muss ich aber da noch schauen, was es wird. Ja, mal schauen. Also, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.